Hallo zusammen, mein Name ist Amelie Bauer. Ich bin Mitarbeiterin der Deutschen Verkehrszeitung und ich freue mich sehr, dass ich heute Felix Ostwald hier begrüßen darf. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Berliner Startups Codept, das Anfang 2019 gegründet wurde. Herzlich willkommen, Felix, und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Hallo Amelie, ja, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, vielleicht starten wir direkt mal mit einer kleinen Selbstvorstellung. Wer bist du denn und welche Lösung bietet dein Startup an? Klar, natürlich. Ja, du hast mich ja schon schön vorgestellt. Ich bin Felix Ostwald, ich bin einer der Geschäftsführer von Codept. Ich habe, bevor ich mit meinem Geschäftspartner Jonas Grunwald zusammen Codept gegründet habe, habe ich viele Jahre in der E-Commerce-Industrie gearbeitet, unter anderem bei Zalando und in Hamburg bei der Otto Group. Und mein Fokus lag dabei immer auf dem Thema Fulfillment und Warehousing-Prozessoptimierung. Ich habe beispielsweise bei der Otto Group in Zusammenarbeit mit Siemens Logistic Consulting habe ich eine Softwarelösung zur Material- und Warenflusssimulation im Logistiknetzwerk der Otto Group eingeführt und hatte, wie gesagt, immer einen Fokus auf Warehousing und Fulfillment. Und das Thema Logistik, IT-Schnittstellen zwischen Händlersystemen und den Logistikdienstleistersystemen ist ein Thema, was mich da einfach immer wahnsinnig begleitet hat und für viel Kopfschmerzen und Kopfzerbrechen gesorgt hat. Und da haben mein ehemaliger Kollege Jonas und ich uns gedacht, da bauen wir jetzt einfach mal selbst die Lösung, die wir gerne gehabt hätten, um schneller mit Logistikdienstleistern zusammenarbeiten zu können. Ihr seid ja eine cloudbasierte Logistikplattform für den E-Commerce, ist das richtig? Das ist richtig, genau. Alles klar. Nun ist es ja so, dass mittlerweile schon viele Logistikplattformen auf dem Markt miteinander in Konkurrenz stehen. Was macht eure Plattform denn einzigartig? Also wie unterscheidet ihr euch zum Beispiel von anderen Startups in diesem Bereich? Da hast du absolut recht. Also seitdem wir Anfang 2019 gestartet sind, ist auf jeden Fall eine ganze Menge passiert in dem Bereich cloud-basierte Fulfillment-Plattform. Als wir an den Start gingen, war die Konkurrenzsituation noch eine andere, als das jetzt der Fall ist. Wir freuen uns sehr darüber. Konkurrenz belebt auch das Geschäft, um mal ein bisschen was fürs Phrasenschwein zu tun. Und vor allen Dingen ist das tatsächlich einfach, es ist ja eine neuartige Lösung. Also die Leute, beziehungsweise die Unternehmen, an die wir das verkaufen, denen müssen wir natürlich das Produkt erstmal ein bisschen erklären, weil es das einfach in der Art und Weise vorher noch nicht gab. Früher hat man immer 1:1 IT-Schnittstellen gebaut zu neuen Logistikdienstleistern. Heute dockt man sich an eine Plattform wie Codept an und hat dann eben Zugang zu einem großen Netzwerk an Logistikdienstleistern. Das gab es so vorher einfach nicht. Und da muss man einfach ein bisschen dieses klassische Customer Education betreiben. Und wenn das noch andere Leute neben uns machen, dann ist das für uns natürlich auch von Vorteil. Einfach, dass ein bisschen mehr Informationen im Markt sind und die Leute einfach eine gewisse Offenheit einfach schon mitbringen, wenn man in die Erstgespräche geht. Und wie wir uns unterscheiden ist, ja, viele unserer, haben wie gesagt einige Wettbewerber mittlerweile im Markt oder Marktbegleiter nenne ich sie eigentlich lieber. Und wir haben alle herausgefunden, dass das Thema Fulfillment und die Zusammenarbeit zwischen Händlern und Logistikern, dass das ein bisschen einfacher und schneller gehen könnte. Und ja, ich würde sagen, die Lösungsansätze, die unterscheiden sich doch sehr erheblich. Also viele unserer Marktbegleiter kaufen beispielsweise Logistikdienstleistungen bei den großen Logistikdienstleistern ein und verkaufen sie dann eben kleiner aufgestückelt mit einem Aufpreis beispielsweise weiter. Wir haben uns einfach darauf fokussiert, wir wissen einfach aus absoluter Industrieerfahrung, über 9 Jahre jetzt E-Commerce-Logistik gemacht, Jonas auch. Wir wissen einfach aus akuter Erfahrung heraus, dass E-Commerce-Logistik sowieso mit großem Abstand bereits der teuerste Teil im E-Commerce ist, gemessen am durchschnittlichen Warenkorb, und da eine Dienstleistung einzukaufen und die nochmal teurer weiterzuverkaufen. Da sehen wir einfach keine Skalierfähigkeit dieses Geschäftsmodells. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, wirklich eine reine Software-Plattform aufzusetzen, wo wir wirklich die Infrastruktur sozusagen schaffen, die IT-Infrastruktur schaffen, um eben die Zusammenarbeit zwischen Händlern und Logistikdienstleistern schneller, einfacher und auch kostengünstiger für alle Seiten zu machen. Gerade der Bereich E-Commerce erlebt ja auch vor allem durch die Corona-Krise einen sehr großen Aufschwung aktuell. Datenexperten schätzen, dass der weltweite E-Commerce-Markt bis 2025 eine finanzielle Größe von fast 3 Billionen Euro erreichen soll. Wie profitiert denn euer Unternehmen von diesem Wachstum und wie sieht da eure Zukunftsprognose aus? Ja, also wie profitieren wir davon? E-Commerce ist,
immer noch gemessen am Gesamthandelsvolumen in einem sehr niedrigen zweistelligen Prozentbereich, vor allen Dingen in Kontinentaleuropa. Das wird weiter wachsen. Die ganze Corona-Krise hat das natürlich nochmal enorm beschleunigt, eben einfach. Die ersten Studien gehen davon aus, dass das E-Commerce durch Corona das Wachstum hingelegt hat, das es sonst in den nächsten 7 Jahren gemacht hätte. Das bedeutet natürlich, dass das Bestellvolumen wird größer. Was heißt das dann letztendlich für die Händler? Für die Händler heißt das oft einfach, dass sie mit ihren Logistikkapazitäten an den Rand des Machbaren kommen. Denn die Logistik ist natürlich irgendwie das absolute Herzstück im E-Commerce. Das wissen viele der Endverbraucher, wissen das eigentlich gar nicht oder beziehungsweise machen sich dazu gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken. Aber wir haben mittlerweile irgendwie einen Marktstandard von Next Day, teilweise sogar Same Day. Lieferungen, die die Kunden eben erwarten. Und um sowas abbilden zu können, braucht man heutzutage mehr als einen Logistikdienstleister. Wenn ich zum Beispiel einen Logistikdienstleister in der Nähe von Berlin habe, dann schaffe ich es im Zweifelsfall schon noch Next Day im Rest von Deutschland. Aber wenn es jetzt irgendwo in die südlichen Ausläufer von Bayern geht, dann wird das schon sehr, sehr knackig. Und je nachdem, was es für Produkte sind und wie wichtig die schnelle Zustellung ist, ist es eben einfach mittlerweile sehr üblich, dass Händler mehr als einen Logistikstandort haben. Und das geht natürlich nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern natürlich auch innerhalb der europäischen Grenzen. Wenn ich beispielsweise als deutscher Händler nach Frankreich verschicken möchte und auch in Frankreich schnell bei meinem Kunden sein möchte, dann brauche ich notgedrungen eben einen Logistikstandort, einen weiteren Logistikstandort in Frankreich, um das nicht aus Deutschland zu verschicken, weil es A, teuer ist und B, einfach lange dauert. Mhm. Und da kommen wir dann natürlich ins Spiel. Wir helfen eben den Händlern, ohne viel IT-Aufwand, eben sich sehr schnell ein skalierbares Logistiknetzwerk aufzubauen. Wir haben vielleicht als kleines Praxisbeispiel, wir haben einer unserer Händlerkunden, die sind eben in Corona-Zeiten sehr stark expandiert. Die sind jetzt nach Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich, demnächst folgt noch Italien und Spanien. Und die haben aktuell noch ein eigenes Lager, das sie selber betreiben, von dem sie verschickt haben, haben also noch nie mit einem Lagerdienstleister zusammengearbeitet. Wir haben für die ganze Ausschreibung übernommen. Die haben auch ein sehr, sehr spezielles Produkt, Autobatterien. Da ist natürlich die Säure drin, das sind Gefahrenstoffe. Das kann überhaupt nicht jeder Logistikdienstleister überhaupt einlagern und verschicken auch nicht. Da haben wir die gesamte Ausschreibung übernommen. Und für unseren Händlerkunden war es eben so, statt dass sie jetzt 4 Schnittstellen zu 4 unterschiedlichen Logistikdienstleistern gebaut haben, haben sie sich einmal an unsere Plattform angedockt und konnten dann eben durch unsere Plattform all diese Logistikdienstleister sofort bedienen. Was dabei ganz wichtig zu sagen ist, bei uns ist es so, dass der Händler immer weiterhin einen direkten Vertrag mit dem Logistikdienstleister hat. Das sagte ich eingangs, wir wollen nicht irgendeine Dienstleistung einkaufen und sie teurer weiterverkaufen. Bei uns gibt es einen Dienstleistungsvertrag zwischen Händler und Logistikdienstleister und dann eben zwischen dem Händler und uns. Mhm. Alles klar. Gleichzeitig zum Aufschwung im E-Commerce ist ja auch ein genereller Trend zum Omnichannel zu beobachten, also zur Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Kanäle. Wie seid ihr speziell auf diesen Trend vorbereitet? Na, das kann man im Prinzip, ist das eigentlich recht ähnlich. Größere Händler, die beispielsweise in Deutschland oder in Europa schon auch ein gewisses Brick-and-Mortar, physische Geschäfte betreiben, die können eigentlich diese Geschäfte auch als sozusagen als Mikro-Fulfillment-Center nutzen. Wenn ich beispielsweise ein großer Sportartikelhersteller, die haben ein Zentrallager in der Mitte Deutschlands, wenn ein Kunde aus Berlin bei denen was bestellt, warum sollen sie das irgendwo aus dem Zentrallager in Mannheim nach Berlin schicken, wenn sie in Berlin am Alexanderplatz einen riesengroßen Store haben, der sozusagen alle Produkte vorrätig hat und innerhalb von 2 bis 3 Stunden sogar an den Kunden liefern könnte? Und das ist auch was wir natürlich in unsere Lösung sehr, sehr gut reinpasst und wo wir einfach unterstützen, dann auch das gesamte Netzwerk der physischen Geschäfte sozusagen als Fulfillment-Zentren nutzen zu können. Mhm. Aktuell seid ihr auch beim Scale-Programm von PwC Next Level mit dabei und am 28. September findet da auch schon die Abschlussveranstaltung statt. Mit welchen Erwartungen seid ihr in das Programm gestartet und warum habt ihr euch überhaupt dafür entschieden, an diesem Programm teilzunehmen? Was erhofft ihr euch davon? Ja, das ist so, das kommt leider bald zum Ende. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht bisher. Es war wirklich sehr, sehr lehrreich. Warum haben wir uns dazu entschieden, daran teilzunehmen? Jemand von PwC ist auf uns zugekommen und hat uns das Ganze ein bisschen vorgestellt und wir fanden das einfach sehr spannend, einfach die Idee an so einer Art, an einem Programm teilzunehmen,
wo andere Startups, die in einer ähnlichen Stufe sind wie wir, also von der Entwicklungszeit her einfach in einer ähnlichen Stufe sind wie wir, auch noch in der gleichen Industrie sind wie wir und entsprechend wahrscheinlich auch die gleichen Herausforderungen haben, mit denen wir uns rumschlagen, um sich da einfach ein bisschen dazu auszutauschen, ohne jetzt diesen Konkurrenzdrang zu verspüren. Also da hat PwC schon sehr darauf geachtet, dass keine Konkurrenzunternehmen in der Kohorte sind, einfach weil dann der Austausch natürlich ein ganz anderer ist, wenn ich versuche, irgendwie nicht alles preiszugeben. Und so haben sie wirklich darauf geachtet. Es sind zwar alle aus der Logistikindustrie, verkaufen aber an unterschiedliche Zielgruppen auch, haben sehr unterschiedliche Lösungen, aber man hat einfach eben den Austausch, wie man sich mit gewissen Dingen, wie man gewisse Herausforderungen einfach besser meistern kann. Und das war ein Punkt. Der zweite Punkt war natürlich auch einfach, das große Netzwerk von PwC-Beratern nutzen zu können, um sich mit denen auszutauschen. Wir haben immer sogenannte Insight-Sessions, wo dann, das läuft meistens so, dass am Dienstag oder am Mittwoch langjährige PwC-Mitarbeiter an digitalen Logistik-Innovationsthemen einen Vortrag darüber halten, in kurzen, beziehungsweise keinen Vortrag, sondern es ist eher ein Diskurs, wo wir uns dann dazu austauschen und dann haben wir meist 1 bis 2 Tage später zu dem gleichen Thema dann nochmal eine Art Diskussion mit Kunden von PwC. Und das bringt mich auch zu meinem dritten Punkt, warum wir teilgenommen haben. Natürlich einfach Teil des Programms ist es auch, dass PwC uns mit ihren Kunden verbindet und Intros sozusagen für uns macht. Das ist für uns natürlich sehr interessant, auch als Vertriebskanal von PwC eine Intro zu bekommen zu deren Kunden, ist natürlich was ganz anderes, als wenn man einfach ganz kalt auf die zugeht. Also geht es bei dem Programm hauptsächlich darum, auch Kontakte zu knüpfen und gegebenenfalls neue Kunden auf euch aufmerksam zu machen? Eigentlich hauptsächlich, aber das ist natürlich ein wichtiger Teil davon, auf jeden Fall, absolut. Also wie gesagt, der Informations- und Wissensaustausch war für uns absolut essentiell, aber natürlich auch potenziell weitere Kunden dadurch zu gewinnen, ist natürlich für jedes Startup wahnsinnig wichtig. Wachstum und neue Kunden sind irgendwie Teil des Geschäfts und das ist natürlich absolut so. Ja. Welche Erfahrungen und Eindrücke konntet ihr denn bisher sammeln und was erhofft ihr euch jetzt konkret von der bevorstehenden Abschlussveranstaltung? Ja, wie ich ja eben schon so ein bisschen erklärt habe, wie so das Setup ist mit diesen Insight-Sessions mit PwC und danach dann mit deren Kunden zu dem gleichen Thema. Wir hatten jetzt Ende August ging es los. Genau, wir sind jetzt schon bei ein bisschen über der Hälfte. Da gab es jetzt schon einige unterschiedliche Insight-Sessions und Kunden-Sessions, die wirklich sehr interessant waren. Was mir sehr gut gefallen hat, ist auch einfach, dass es einen sehr regen Austausch auch einfach gibt. Es ist nie einfach so eine Frontalbeschallung, dass zwei Leute irgendwie einen Vortrag halten, die anderen hören zu, haben die Videokamera aus, sondern es ist wirklich sehr interaktiv. Man merkt einfach, die Leute haben einfach Spaß und Interesse daran teilzunehmen. Und jeder möchte da natürlich auch so viel Informationen wie möglich irgendwie mitnehmen. Und das ist einfach eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Also das ist schon sehr, sehr fruchtvoll. Und was erhoffen wir uns von dem Abschlussabend? Der Abschlussabend ist natürlich ist für uns nochmal eine schöne Gelegenheit, vor den Kunden, den PwC-Kunden, die an dem Scale-Up-Programm teilgenommen haben, nochmal unser Unternehmen vorzustellen. Die gesamte Kohorte hält nochmal einen Kurzvortrag zu seinem Unternehmen. Es ist natürlich schön, auch zu den ganzen Gesichtern, die man jetzt schon so häufig am Laptop-Screen gesehen hat, dass man die dann auch mal im privaten Leben sieht und dem ganzen Programm dann auch einfach einen gebührenden Abschluss verleiht. Also würdest du insgesamt schon sagen, dass sich eure Erwartungen auch bestätigt haben im Laufe der Veranstaltung? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also wir sind bisher sehr zufrieden. Alles klar, dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Nämlich möchte ich mir einen kurzen Blick in die Zukunft mit dir werfen. Wie soll es denn nach der Veranstaltung für euer Unternehmen weitergehen? Habt ihr da irgendwelche konkreten Pläne? Du meinst jetzt generell oder meinst du in Zusammenarbeit mit PwC? Oder generell, was euer Unternehmen jetzt nach dem Programm noch so vorhat. Ja, wir wollen weiter wachsen, ne? Also das ist natürlich unser Ziel. Wir wollen weiter wachsen, vor allen Dingen auch in Europa. Wir werden als nächstes den UK-Markt sehr dediziert bespielen. Wir sind schon in Frankreich tätig mit Logistikdienstleistern, die an unser Netzwerk angeschlossen sind. Wir werden jetzt aber auch sehr gezielt noch weiter
einfach außerhalb der Dachregion noch mehr Vertrieb machen und da auf weitere Kunden zugehen und natürlich unser Logistiknetzwerk immer größer machen und immer mehr erweitern, einfach mit Lagerstandorten. So eine Plattform ist natürlich, je mehr Leute und je mehr Dienstleister daran teilnehmen, umso interessanter wird es für alle Beteiligten. Und deswegen sind wir da natürlich fleißig dabei, das immer weiterzumachen. Na, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja, dann erstmal ganz lieben Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns einen spannenden Einblick in deine Arbeit zu geben. Ich wünsche euch natürlich alles Gute für die Abschlussveranstaltung und drücke die Daumen, dass sich eure Erwartungen für die Zukunft auch bestätigen. Und bin gespannt, was wir noch so von euch hören werden. Ja, danke dir natürlich auch für das nette Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, sehen wir uns dann auch in Hamburg bei der Abschlussveranstaltung. Ja, ich hoffe doch. Ja, sehr schön. Alles klar, dann alles Gute. Dann vielen Dank.